3. Nein, heute Abend sind alle guten Dinge 4. Und schon sind wir bei einem Mann, der eine Menge erreicht hat, der beim Training sich gelegt überlegt hat, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich ja gesagt? Aber er hat diese Angst überwunden. Die Schritte sitzen inzwischen perfekt. Riesenapplaus für Daniel Schumacher und Xenia. Hallo Frau Xenia und Spaßvogel Daniel. Im Training sagt Xenia ihm, wo es lang geht. Eigentlich machst du alles, was du guckst. Ein bisschen mal auf den Takt hören. Daniel gibt alles, um mit Xenia mithalten zu können. Ja. Werden die beiden ihren Rhythmus finden und die Bühne rocken? Wir tanzen zusammen, Kylie Minogue, in mal aus. Einem Coach. Xenia, was war denn da los? Ich würde fast sagen, fehlerfrei, oder? Ja. Ja? Wie hat er sich geschlagen? Sehr gut. Weil vorhin war es ja noch so ein bisschen, da war es ein bisschen auf der Kippe, weil Daniel ab und zu auch aufgehört hat. Aber Wahnsinn, oder? Hat geklappt. Wie fühlst du dich, Daniel? Gut, hat geklappt. Ja? Halleluja, zum ersten Mal, dann hier. Ja. Manche Leute brauchen den Druck, um richtig aufzublühen. Du bist auf jeden Fall einer von ihnen. Ist doch unglaublich. Vielen, vielen Dank für diese Mega-Performance. Aber jetzt kommt es natürlich noch drauf an. War es wirklich fehlerfrei, Kelechi? Es war nicht hundertprozentig fehlerfrei, aber ich muss eines sagen. Daniel, deine Leistung eben gerade Wahnsinn. Xenia, du hast ihn super geil gecoacht. Also super geil. Respekt. Daniel, du hast am Anfang Schwierigkeiten gehabt im Workshop, ja, und man sieht wirklich jetzt, wo ihr auf der Bühne steht, dass es hingehauen hat, es war flüssig, du kamst raus, Xenia war dabei, ich glaube, das war neben der Performance eben gerade mit Lisa Matteo heute für mich die beste Performance. Ich bin total begeistert, mitgefiebert, du merkst an meiner Körpersprache, ich bin ein Fan von euch beiden, ja, genauso soll es sein, super, super gute Performance. Das 2009. Ihr beiden, ich glaube, ihr könnt euch mal ganz entspannt zurücklehnen. Geht zurück in die Chill-Ecke, ruht euch ein bisschen aus und ich komme mal zu